Ihr wisst, es ist ernst und es ist wirklich anstrengend für mich. Wenn eure Julia frühstückt, das passiert halt nie. Heute ist Tag 3 vom Training und ich freue mich richtig, Leute. Es macht so viel Spaß. Ich hätte damit nie in meinem Leben gerechnet, dass mir Tanzen und vor allen Dingen auch diese Art von Tanzen so viel Spaß macht. Ich bin schon richtig ready, loszufahren jetzt. Ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr und denke mir so, wann ist endlich 8:45? Aber ich muss auch echt ehrlich zugeben, dass ich wirklich Bammel vor Freitag habe, weil ich kann den Tanz und ich werde ihn bis Freitag in- und auswendig können. Aber ich habe so Angst vor Ablenkungen. Ich bin halt so aufgeregt dann, dass ich plötzlich durch eine kleine Sache, die mich ablenkt, alles vergesse. Und das darf nicht nochmal passieren. Das ist halt letztes Mal wirklich exakt genauso gewesen, dass ich mich habe ablenken lassen und dann verwirrt war und dann gar nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Und ich werde alles dafür tun, dass das Freitag nicht nochmal passiert. Jolt muss mit mir alles 500.000 Mal durchgehen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen, bis ich es im Schlaf kann. Dass egal, worauf ich achte, ich trotzdem weitermache. Weil ich akzeptiere das nicht von mir, dass das nochmal passiert. Das will ich nicht. Ich will das nicht. Ich sitze hier gerade schon und warte auf die anderen. Und ich dachte, in der Zeit ist eigentlich mal kurz Zeit, um euch daran zu erinnern, dass ich ja für die Romy nominiert bin. Das ist ein sehr, sehr krasser österreichischer Filmpreis. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin in der Kategorie Entdeckung weiblich nominiert. Und ich würde mich unglaublich doll freuen, wenn ihr für mich votet. Ihr könnt das jeden Tag tun. Hier ist der Link. Ich würde mich so freuen. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Leute. Das sind wir beim Aufwärmen. Hallo, Scholt. Hallo, hallo, Julia. Wie geht's? Ja, ab dem Punkt war ich schon sehr, sehr sauer auf dich, weil ich nicht mehr konnte. Und ich mir dachte, warum filmen wir das? Du bist viel härter als sonst. Okay, und da laufen wir, rennen. Und dann Planke. Das war Wir sind mitten in Trainingstag 4. Ich kann keine Wörter mehr aussprechen und zum Glück konnte ich meine Augenringe überschminken, weil dieser Mann hier macht mich fertig, der nimmt mich auseinander. Wirklich, wenn ihr den irgendwann mal auf der Straße seht, rennt. Rennt einfach. Essen, Essen, Essen. Hallo, könnt ihr jetzt kommen? Ich will anfangen. Ich hab Hunger. Ich bin gerade von der Durchlaufprobe auf mein Zimmer gekommen, Leute. Und guck mal, was ich gefunden habe. Wie süß ist das denn? Ich habe mich richtig gefreut gerade. Süß. Thank you. Die Elevator Girls. Wir machen weiter mit den Fragen, die die Welt bewegen. Du bist auch sehr, sehr aktiv gewesen auf YouTube. Du machst viel schauspielerische Dinge. Aber was wir wirklich von dir wissen wollen, ist, wie häufig am Tag lädst du dein Handy? Laden? Ja. Einmal. Dankeschön. Ich bin gerade kurz nochmal alleine in meine Garderobe gegangen, um nochmal durchzuatmen. Weil heute wird's einfach ernst, Leute. Heute fliegt jemand raus. Und ich habe so Schiss. Und ich freue mich so sehr auf diesen Tanz. Und heute wird alles besser. Wir beten dafür.
ihr müsst mir die Daumen drücken. Oh mein Leute. Gott, ich kann es nicht glauben. Du kannst jetzt das erste Mal melden und ich freue mich so sehr. Aber es ist halt noch nicht entschieden. Wir brauchen trotzdem eure Anrufe. Ich bin unfassbar erleichtert. Ich habe Bock, nächste Woche weiter zu tanzen. Ich will unbedingt weitermachen. Deswegen 03. 03. 03. Vielen, vielen Dank nochmal. Auto auf dem Weg zurück. Es ist der nächste Morgen und ich bin gestern einfach direkt ins Bett gefallen. Ich bin so erleichtert, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Vielen, vielen Dank an jeden von euch, der für mich angerufen hat und der mir die Daumen gedrückt hat. Ich bin einfach weiter und ich hätte niemals gedacht, dass es so gut laufen wird. Nie im Leben. Richtig die elegante Maus. Oh, Julia! Sie wird geschleudert. Oha, diese gleich. Körperspannung. Wehe, du kotzt, Julia, da bin ich sauer. Boah, du machst das richtig gut. Leute, Nummer 3, ruft alle an. Oh, oha! Oha, jetzt wird's ernst. Ui, Julia, ich glaube, du holst gut auf. Das ist richtig krass. 21 Punkte, beim letzten Mal hatte sie 12. Leute, bitte auch für Julia anrufen. Du rockst das, Bruder. Ach, der Junge, ich würde kotzen. Ich bin so nervös für alle. We used to be together. Every day together. Soziale Projekte unterstützen und gleichzeitig selbst was gewinnen, klingt, finde ich, erstmal total absurd und widersprüchlich. Aber das geht tatsächlich. Und zwar mit dem Glückslos von der Aktion Mensch. Das Ganze nennt sich Soziallotterie. Das bedeutet, dass nicht nur ihr mit dem Kauf von einem Los Geld gewinnen könnt, sondern ihr könnt im Monat bis zu 1000 soziale Projekte unterstützen. Im Jahr 2021 zum Beispiel wurden rund 227 Millionen Euro an soziale Projekte und Aufklärungsmaßnahmen weitergegeben. Also wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Mit diesem Geld unterstützt die Aktion Mensch ganz viele verschiedene Förderaktionen in Deutschland für Menschen mit und ohne Behinderung und sorgt damit für mehr Orte für alle. Und falls euch interessiert, was für Orte das sind, dann kann ich euch jetzt hier in der nächsten Sequenz mal ein Reel einblenden. Da waren Rebecca und Massimo nämlich an einem dieser Orte, wo unter anderem das Geld hinfließt. Und ich finde das super interessant und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Aktion. Also, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr jetzt gerne hier mal auf den Link klicken und gewinnen und was Gutes tun, was richtig cool ist. Wir haben zwei Glückslose der Aktion Menschen, möchten euch mal zeigen, wo das Geld aus den Einnahmen der Lotterie überhaupt hinfließt. Deshalb nehmen wir euch heute mit an einen ganz besonderen Ort. Und zwar in Mannheim zum Café Landolin. Dabei handelt es sich um einen Inklusionsbetrieb, unterstützt von der Good morning, ich bin ready fürs Training und ich bin so gespannt, Leute. Ich krieg heute die neue Tanzrichtung, die ich diese Woche tanzen werde und auch einen neuen Song und ich bin so gespannt, weil diese Woche haben wir ein Thema und zwar Born In. Das heißt, ich kriege einen Song, der 1999 rausgekommen ist und ich hoffe ja so ein bisschen auf Backstreet Boys. Ich habe einen kleinen Glückskuchen gebacken, Woche 2! Juhu! Wir freuen uns richtig krass, dass wir weiter sind. Ja. Also vielen, vielen Dank für eure ganzen Anrufe. Der Kuchen ist für euch, auch wenn ihr den nicht essen könnt, sondern wir. Dankeschön für eure liebe Nachrichten. So.